Wie kannst du den Text auf deiner Folie so animieren, dass nicht immer beim Klicken gleich die ganze Folie mit dem gesamten Inhalt präsentiert wird? Hallo und schön, dass du wieder hier vorbeischaust. Mein Name ist Robert Kirschner und heute schauen wir uns an, wie du den Text in deinen Präsentationen so animieren kannst, dass er wie die Schauspieler in einem Theaterstück Schritt für Schritt erscheint und nicht alles auf einmal. Auch bei der Textanimation orientierst du dich wieder an den Blickgewohnheiten des menschlichen Auges. Das heißt, Text wird so animiert, wie er gelesen wird. Das heißt also von links nach rechts. Das Ganze aktivierst du, indem du hier im Register Animation den entsprechenden Effekt auswählst. Ich markiere diesen Textplatzhalter. Dann siehst du, dann wird das Ganze hier auch entsprechend aktiviert. Und du erreichst nun eine Animation, dass der Text von links nach rechts auf deiner Folie erscheint. Überwischen. So, was du beim Arbeiten mit Animationen immer schon siehst, das ist, dass du eine kleine Vorschau siehst. Was wir hier jetzt auch haben, ist, dass der Text standardmäßig beim Wischen von unten nach oben angezeigt wird. Wir aktivieren hier deswegen, dass er von links angezeigt wird. Ebenso stellst du auch wieder hier die Geschwindigkeit an, sodass es für den Rechner, mit dem du nachher präsentieren wirst, passt. Klick hier mal auf die Vorschau wieder, um zu schauen, ob das halbwegs von der Geschwindigkeit her passt. Es sollte also nicht zu langsam und es sollte nicht zu schnell sein, denn beides unter- oder überfordert dein Publikum. So, jetzt haben wir eingestellt, dass es von links der Text auf dieser Folie erscheint. Was jetzt noch nicht schön ist, dass hier, um im Bild der Schauspieler zu bleiben, dass hier immer gleich alle Schauspieler auf einmal kommen. Das heißt also hier der Hauptpunkt mit seinen Unterpunkten. Und hierzu musst du jetzt den Animationsbereich aktivieren, dann kriegst du hier einen entsprechenden Arbeitsbereich angezeigt und hier kannst du praktisch sehr schön jetzt einstellen, indem ich da mal draufklicke mit der rechten Maustaste auf Anzeigedauer und dann kriegst du hier ein Dialogfenster und kannst hier bei der Textanimation aktivieren. Einfach, du hast ja insgesamt bis zu 5 Abschnittsebenen in PowerPoint, dass du den Text immer bei der 5. Abschnittsebene gruppierst und es dann mit OK bestätigst. Und jetzt siehst du schon in der Vorschau, jetzt kommt der Text immer Zeile für Zeile. Also wie auf der Bühne im Theater der Reihe nach. Und in der konkreten Präsentation hast du jetzt wirklich die Möglichkeit, dass du immer erst den Text auf der Folie erscheinen lässt, wenn wir uns das hier in der Vorschau nochmal anschauen, dazu noch einen Zusatztext sprichst und erst beim nächsten Klick kommt dann der nächste Inhaltstext. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Umsetzen des Tutorials, beim Animieren deiner Texte auf deinen Folien, sodass du einen schönen Spannungsbogen erzeugen kannst. Wenn dir das Tutorial gefallen hat, hinterlasse einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal, sodass wir uns hier öfter sehen. Solltest du Fragen haben, hinterlasse sie unten in den Kommentaren oder schicke mir eine persönliche Nachricht. Bis zum nächsten Mal!